Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Immortals Fenyx Rising. In der letzten Folge haben wir wieder ein super Rätsel kennengelernt, was eigentlich Spaß hat. Achso, jetzt bin ich da rein. Was eigentlich Spaß machen würde, wenn es nicht so beschissen wäre. Es ist halt wieder ein bisschen verbuggt und dadurch kann man halt wieder nicht weiterkommen. Es ist einfach. Ich sehe da überhaupt kein Problem mit. Hä, ich hab doch gespeichert. Hä? Hä? Bitte was? Speichern den Scheiß, das funktioniert trotzdem nicht. Okay. Magie. Resette meinen Speicherstand, das ist auch immer schön. Ich sehe da auch kein Problem mit, wenn der Speicherstand vom Spieler überschritten wird durch ein Dungeon. So, wie kriegen wir jetzt dieses? Gar nicht am besten, ne? Klar, genau an diese Wand wollte ich und nicht an diese. Jetzt geht er gefälligst runter. Warum muss ich C gedrückt halten, damit dieses Scheißding sich bewegt? Also echt. Das klettert in diesem Spiel, ne? Sieht doch überhaupt kein Ding damit, dass man das so behandeln muss, damit man weiterkommt. So. Ja, das ist dieser Moment. Dieser Moment ist das. Dieser Moment. Normalerweise, wenn das jetzt kein Let's Play wäre, hätte ich das Spiel abgebrochen und deinstalliert. Wer designt es was, dass ich durch den Boden falle? Hört ihr? Durch den Boden. Na, ja, ja, ihr habt richtig gehört. Ich falle durch den Boden. Wer programmiert sowas? Vor allem, es ist ja safe. Ich wette mit euch um 100.000 Euro, dass das extra designt worden ist. Dass man da eben durch den Boden backt. Ich konnte mich nicht an dieser Kante festhalten und bin deswegen runtergefallen, genau in diesen Strahl rein. Aus keinem anderen Grund, außer dass man das so machen wollte. Und das ist einfach für mich ein riesen Minusfaktor, was Level Design angeht. Also Level Design, Rätsel Design und Hitbox sind extrem scheiße. Quest Design ist Katastrophe. World Design ist eigentlich ganz nett. Level Design ist halt. Gott, ey. Und halt, was auch eine Katastrophe ist, aus meiner Sicht, klettern in diesem Spiel.
Alter Mann, ey. Dieses Spiel nervt mich manchmal. Nein. So, müsste das stehen. Aber erst jetzt können wir weitermachen. Na, geh mal ein bisschen weiter runter da, ey. Und ich finde das halt was. Boah, das dachte ich, hätte gerade Schaden gemacht. Genommen. Okay. Warte, ich habe es geschafft, aber das bringt mir ja nichts, weil der andere Typ schon da rausgerannt ist und das schon geklaut hat. Ich mache jetzt das nächste auf und dadurch kann er das klauen. Das ist so predictable einfach. Das ist so lächerlich einfach nur. Und jetzt darf ich wieder speichern. Ach, ich darf. Ich darf nicht speichern. Wenn ich in keinem sicheren Gebiet bin. Das heißt, jetzt darf ich speichern. Ich muss ja wieder überschreiten, weil sonst spawne ich wieder sonst wo. Ja, könnt mich nicht mal sehen, wie könnte mich triggern? Ich würde gerne einmal zu diesem Trank da hingehen, aber ich weiß gar nicht, wo der ist. Ach, irgendwo da oben. Jetzt kommt hier gleich entweder ein Gegner oder ein Typ, der das wieder klaut. Und ich darf den Typen wieder hinterher rennen. Wer zum Fick ist das? Halt! Dieb! Schrei hinterher.
Schwesterherz. Ich gebe auf. Ligyron? Unmöglich. Ich sah dich. Du warst aus Stein. Du lebst ja. Hab ich dich verletzt? Ha! Natürlich nicht. So leicht gebe ich mich doch nicht geschlagen. Schon gar nicht dir. Was ist passiert? Nun, die Mannschaft wurde zu Stein verwandelt. Ich habe was mit dem Orakel geraucht. Mehr weiß ich nicht. Er ist allerdings nicht wirklich ein Orakel. Was machst du hier? Hat er etwas über mich gesagt? Nein. Nur wie furchtbar die Lage ist. Und laut der Prophezeiung wird nur der wahre Held siegreich sein. Also... Du meinst... Ich bin hier, um uns zu retten. Deshalb bin ich dem Steinfluch entgangen. Ich weiß nicht. Die Prophezeiung sagte, der Held hätte Makel. Du hast noch nie auch nur einen Fehler gemacht. Komm schon. Es hieß ältestes Kind der Thetis. Ich bin der älteste Sohn. Und weißes Kind überzeugt, das meint dich. Ich muss dich davon überzeugen, dass ich dieser Held bin, klar? Nur, dass ich kein Kind bin. Natürlich nicht. Keine Prophezeiung stimmt vollkommen. Nehme ich an. Aber dir fehlt ganz eindeutig der geflügelte Bote. Falsch. Die Dinge habe ich von einem Greif. Bei Hades, das ist die limitierte Version. Kann Hermes seine Schuhe nicht anbehalten? Oh, dachtest du, die Prophezeiung handelt von dir? Nein, dachte ich nicht. Dann besteht kein Grund zur Sorge. Du willst es ohnehin nicht mit diesem riesigen roten Monsterding aufnehmen. Typhon. Es ist verrückt. Wusstest du, dass es hier echte Götter gibt? Ja, ich helfe gerade einem von ihnen. Ich suche nach einem fairen Lesegerät, um einen Dieb zu finden, der Ares Essenz stahl. Wie sieht sie denn aus? Mal sehen. Dann bist du also der Dieb? Auf so einer Insel kann man nie wissen, was man noch brauchen wird. Ich finde, ich bin echt einfallsreich. Das ist allerdings Ares Essenz. Nimm sie. Hör mal, du musst diese Bürde nicht länger allein tragen. Überlass mir den Rest. Ich weiß, dass du keine gute Kämpferin bist, Schildträgerin. Ich habe heimlich geübt. Ich konnte es dir nie zeigen. Die Götter sind mir zu Dank verpflichtet. Ich beschaffe ihre Essenzen, damit sie es mit Typhon aufnehmen können. Ich glaube dir. Gut. Du ziehst los und findest diese Essenzen. Ich werde etwas von dir brauchen, wenn die Götter zurückverwandelt sind. Wir treffen uns auf einem schneebedeckten Berg. Du kannst mir helfen, Typhon zu besiegen. Oh, ja, das klingt gut. So gefällst du mir. Zwei Schwerter sind besser als eines. Nun eher anderthalb Schwerter. Ein Familientreffen. Ihr habt die Essenz des Ares. Aber hat auch jemand an Kuchen gedacht? Och, beachtet mich nicht. Ich nehme mir einfach etwas. Ich erledige sie. Nein, mach dich auf den Weg. Ich bleibe und kämpfe. Was? Aber... Geh! Ich schaffe das. Bitte, überlass mir das einfach. Warum? Und warum hat er auch noch die besseren Sachen? Warum hab ich die nicht? Warum kann er und nicht fliegen? Warum spawne ich in diesem Bossfight mit 20 HP? Was wurde ich denn gerade getroffen? Was? Hm.
Wie komisch ist das denn, ey? Klar, der greift mich viermal hintereinander an. Ach, ich sehe da auch wieder gar kein Problem. Spiel, das ist ein Bossfight, ne? Der Boss kann dich viermal hintereinander angreifen, obwohl er dich gerade achtmal hintereinander angegriffen hat. Kein Ding. Vor allem das Geilste ist, er greift mich an, ich dodge, er greift mich nochmal an, ich dodge. Dann kommt der andere, dann greift er mich nochmal mit derselben Combo an. Bitte, was? Ich lande hier? Ganz ehrlich, fickt euch einfach. So, das kennen wir ja alles schon. Was ist passiert? Das kennen wir auch. Spiel. Du solltest vielleicht Speicherpunkte etwas intelligenter setzen. Ich weiß ja nicht. Wäre so meine Ansicht. Der Typ ignoriert mich anscheinend. Okay. Ich finde es super, dadurch, dass diese Speicherpunkte so scheiße gesetzt sind, kann ich nichts machen. Wait a minute. Okay, das geht nicht. Hallo, spring gefälligst mal ab, wenn ich es dir befehle. Da kann ich hin. Jetzt komme ich da wieder nicht hoch wegen den Ausdauerpunkten. In der Fresse ist das langweilig. Ja, ich mache mehr Schaden bei voller Gesundheit. Ja, das ist mir auch schon bewusst. Der was? Der spawnt und kann instant angreifen? Kommentieren oder lass ich es sein. Jetzt lass die Scheiße endlich los. Ich bin einfach am Arsch. Ey. Digga, bring mich um. Ich hab keinen Bock mehr. Lass diese Scheißwand einfach nicht los. Was ist mit diesem Spiel falsch gelaufen, dass ich diese Scheiße nicht darf? Es ist sorry, aber warum kommt das Spiel auf die geniale Idee, mir zu zeigen, dass ich nichts machen darf? Also, nee, das jetzt nicht. Also wirklich. Das bitte jetzt nicht. Oh nein, ich bin gestorben. Also, diese Steuerung ist so clunky, was das Abspringen und was das Wandklettern angeht. Das ist ja manchmal das Zurück, es war ja schon Assassin's Creed so also. Das war ja schon im Assassin's Creed-Teilen so scheiße. Was? Okay. Der kann einfach unendlich. Also, was sind das so für Beschwörungen? Jetzt hat er auf einmal einen Zyklopen dabei. Der kann
durch die Welt cast. Also das sind Sachen, die ich gerne verstehen möchte. Warum kann er da so weit unter mir stehen und trotzdem diesen Spell hitten? Mein Gott. Ach so, ich habe meine Götterfähigkeit nicht mehr nach dem Aufhören des Speicherns. Hä? Also ich find's geil, wie manche Sachen im Spiel zurückgesetzt werden und manche nicht. Meine Götterfähigkeit zum Beispiel nicht. Aber andere Fähigkeiten, super. Und das Geilste ist, dadurch, dass ich absolut keine Tränke herstellen konnte, konnte ich auch nichts machen. Das ist so beschissen, ey. Also wirklich, das ist so dumm gemacht. Das ist unglaublich. Also das ist so meine Ansicht, was das angeht. So, aber ich werde jetzt hier die Folge beenden und in der nächsten Folge werde ich diesen Kampf dann beschreiten. Ich bedanke mich fürs Zusehen und man sieht sich dann, wie gesagt, morgen in der nächsten Folge um 11 Uhr wieder, wenn ich diesen Gegner sowas von wegkloppe mit all meinem Hass. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und man sieht sich hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, ciao, ciao und haut rein.